vor diesem Match eher geheimnisvoll gegeben, sodass wir die taktische Variante nur erraten können. Hier haben wir die Aufstellung der Austria mit Knaller im Tor. Gaga ist der Libero, dann Schießwald und Pfeffer sind die beiden Manndecker. Erste Überraschung im Mittelfeld, rechts Tamandl, dann Rachimov, Schmid wahrscheinlich als Bewacher von Kübauer, Leitner auf der linken Seite, wahrscheinlich gegen seinen ehemaligen Clubkollegen, gegen Prosenik, Flögel hinter den beiden Spitzen, Ogris und Brunmeier. Wie gesagt, das ist unsere Erwartung aufgrund der nur den Namen nach bekannt gegebenen Aufstellung. Bei Rapid gibt es eigentlich keine Überraschung. Rapid ist im Aufwind. Rapid spielt mit Konsl im Tor, mit Jovanovic als Libero. Zwei Manndecker, nämlich Schöttl und Ivanov. Schöttl von seiner Nasenbeinverletzung wiederhergestellt. Dann im Mittelfeld Prosenik, Herav. Gute Leistung bieten, das wissen wir. Schiedsrichter, die nicht auffallen, sind zumeist sehr, sehr gut. Rapid, wie ich gesagt habe, der Favorit. Für Rapid geht es darum, wieder an die Tabellenspitze zu kommen. Rapid möchte hier heute mit einem Sieg gegen die Austria versuchen, der Titelverteidigung in der Meisterschaft einen Schritt näher zu kommen. Es gibt ja nach dieser Runde noch 6 Runden, da kann noch allerhand passieren. Rapid hat, wenn ich mir die Auslosung anschaue, wahrscheinlich die schwereren Auswärtsgegner noch als Salzburg. Und was die Tordifferenz betrifft, da ist Salzburg durch den 6:2-Sieg gestern gegen den LASK auch ein bisschen an Rapid herangekommen. Rapid hat eine Tordifferenz von plus 30 und Salzburg von plus 26 schon, also da kann es auch eng werden und es könnte ja sein, dass letztlich auch die Tordifferenz oder die Tordifferenz über den Meistertitel entscheidet. Apropos Tordifferenz, während sich hier die Spieler zum Herauslaufen bereit machen, mit minus 2, aber minus 13, das glaube ich, hat es in der ruhmreichen Geschichte der Wiener Austria noch nicht gegeben. Hier kommt also die Wiener Austria. Die Mannschaftskapitäne sind Michael Konsl und Andy Ogris, zwei sehr Derby-erfahrene Spieler. Michael Konsl, der Rapid-Kapitän, ist sogar der dienstälteste Derby-Spieler heute mit 44 Derbys bereits für Rapid. Auch Andy Ogris, den Sie hier sehen, was da vor sich geht. Wir schauen uns das noch einmal an. Kopfball von Iboa. Und dann rutschen Pfeffer und Stumpf Richtung Ball und der Ball geht an die Stange. Etwas Aufregung jetzt, aber es war kein aufregendes Derby bisher. Noch einmal muss der Freistoß gespielt werden. Hier noch einmal. Stumpf hat den Ball berührt, ist zusammen mit Pfeffer Richtung Ball gerutscht und der Ball geht an die Stange. Prosenik holt noch einen Eckball heraus. ...10:4 das Eckenverhältnis für Rapid. Und was hat Fritz Stuchlik da gesehen? Der Linienrichter ist auf dem Spielfeld. Iboa hat da die Nerven verloren.
Ja, Ersatzhandlungen jetzt für Enttäuschungen, die das Spiel erzeugt hat. Ja, noch einmal, Ibuka war es. Und dann entsteht eine Rauferei. Rote Karte gibt es für Ibuka und Kompliment, das hat der Schiedsrichter dann doch alles richtig gesehen. Ibuka muss also vom Spielfeld und offensichtlich auch Andy Ogris. Jawohl! Ogris, der zuerst das Opfer war von Ibuka. Und der Ibuka verliert völlig die Fassung. Da muss Polizei einschreiten. Muss die Austria Bank schützen. Da ist er wild geworden, dieser Ibuka. Schiedsrichter Stuplik hat da gut zusammengearbeitet mit seinen Assistenten an der Linie. Gibt es noch eine gelbe Karte für Pfeffer. Allgemeine Aufregung und natürlich viel Kritik jetzt. Das sehen Sie noch einmal. Ogris geht auf Ibuka. Ibuka gibt ihm zuerst eine Verkehrte und dann entsteht dieses Duell. Und das bestätigt hier den Schiedsrichter, dass er beide ausgeschlossen hat. So, gehen wir zurück zum Match. Was tut sich jetzt live auf dem Spielfeld? Da braucht man vor allem einmal einen Ball. So, den Ball bekommt man und hoffentlich mit dem Ball auch wieder etwas Ruhe. Kübauer, Kopfball von Stumpf. Er versucht, ein Assistent von Stuplik, Ibuka, zu besänftigen. Der lässt sich aber in dieser Situation von niemandem etwas sagen. Rachimov. Noch einmal Astaf. Kübauer und Schmid, die einander nichts geschenkt haben, sind auch von diesem Zweikampf psychisch etwas mitgenommen. Daher jetzt auch diese Aufregung. Rapid scheint in den Derby 96, 97, jawohl, ungeschlagen zu bleiben. An die Derby-Tradition heuer hat sich dann nur noch angeschlossen, dass es wieder Ausschlüsse gegeben hat, so wie in jedem Derby bisher. Aber es war wahrscheinlich das schlechteste aller vier Derbys in dieser Spielsaison. Ballbesitz. Die Austria war mehr im Ballbesitz. Das resultiert daher, dass der Ball sehr viel im Mittelfeld hin und her geschoben wurde. Rapid hat etwas mehr Fouls begangen, war öfters im Abseits, war aber auch mit den Torschüssen mit 11:8 voran. Schiedsrichter Stuchnik ist froh, dass er dieses Match letztlich so gut über die Distanz gebracht hat.
dass er auch in der kritischen Schlussphase Übersicht und Nerven behalten hat. Das war irgendwo am Rande eines Abbruchs, denn seine Assistenten sind da attackiert. Michael Knöppel wird Ihnen jetzt wieder ein erstes schnelles Interview aus dem Kabinengang liefern. Ja, und die ersten Interviews, die ersten Worte, die gibt es von Peter Stöger, war eigentlich quasi schon neutral, weil Sie auf der Bank gesessen sind. Wie haben Sie diese Rauferei, diese Unnötige am Schluss gesehen? Ja, ich meine, für mich war das zu weit weg, dass ich sagen kann, was da in dem Tumult passiert ist. Ich habe allerdings gesehen, was vorher passiert ist. Da hat er, tut mir leid, dass es der Pfeffertoni war, aber der Pfeffertoni hat den Iboa attackiert ohne Ballen. Und das war genauso gelb wie mein Ballen wegschießen. Und wenn das gleich geahndet wird, dann kann man schon verstehen, dass die eine oder andere Situation dann so eskaliert. Ja, wir sehen da jetzt die Zeitlupenwiederholung. Was wir wahrscheinlich nicht sehen, weil es erst außerhalb des Spielfeldes war, dass Iboa dann hingegangen ist, das habe ich wieder gesehen, und dem Andi Ogres von hinten also ziemlich reingetreten hat beim Abgang. Völlig unnötig, weil es war kein aufregendes Spiel eigentlich, erst die Aufregung am Schluss, ne? Naja, das mag schon sein, aber nur da haben die Herren in Schwarz oder die Herren in Rot, wie sie heute waren, auch ihres dazu beigetragen. Warum hat Rapid so lange gebraucht, um Druck zu machen, um in Schwung zu kommen? Ja, Austria hat geschickt verteidigt, ist meiner Meinung nach an die Grenzen der Härte gegangen, und für uns war es dann natürlich schwierig. Nur muss ich sagen, ich denke, wir hätten das Spiel ohne weiteres gewinnen können, wir haben ein paar Chancen gehabt, die wir leider nicht genutzt haben, aber so ist es halt einmal. Nicht? Und dann ist natürlich so, für uns geht es natürlich um die Meisterschaft, und wenn man dann so attackiert wird und jeder will beim nächsten Spiel dabei sein, dann ist schon möglich, dass man mal ausrastet, das muss man auch verstehen. Danke, Peter Stöger. Das war das Kurzresümee, die erste Kurzinformation nach diesem Spiel. Die echte, die große Analyse, die gibt es in Kürze, also bleiben Sie bitte dran. Dokopil und Wolfgang Frank, 0:0, ein enttäuschendes Spiel. Warum war es so enttäuschend, Jens Dokopil? Ja, Austria hat eigentlich zumeist auf Torsicherung gespielt, hat die Räume eng gemacht, hat gut den Ball in der Mannschaft gehalten. Habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie unbedingt gewinnen wollten, und sie wollten einen Prestigeerfolg, und den haben sie erreicht. Aber hätte nicht Rapid mehr riskieren müssen, um den Abstand zu Salzburg wiederherzustellen? Wir haben genug Chancen gehabt, und was hätten wir noch riskieren sollen? Wolfgang Frank, sind Sie letzten Endes zufrieden mit diesem einen Punkt, auch wenn das Spiel nicht gerade begeisternd war? Ja, ich denke, für die Moral war es ganz wichtig, für meine Mannschaft, die hat großartig gekämpft und hatte ich, glaube ich, den Punkt auch verdient. Natürlich ist Rapid eine spielerisch sehr starke Mannschaft, hat auch einige gute Möglichkeiten rausgearbeitet. Aber der Wolfgang Knaller hat natürlich sensationell gehalten im Tor, muss ich also sagen. Und deshalb war das ein bisschen glücklich, aber ich würde sagen, nicht unverdient, weil wir auch, wir wollten schon nach vorne spielen, aber es hat haben viele Dinge nicht so funktioniert. Aber kämpferisch war sicher eine optimale Leistung. Schauen wir uns die vielleicht entscheidende Szene dieses Spiels an, dieser Stangenschuss von Stumm. In der 84. Minute, das war die größte Möglichkeit. Führer gar noch nicht richtig gesehen. Das ist jetzt schon die Rauferei, da war das eigentlich schon alles im Gange. Iboa kaum zu beruhigen. Ist er im Training auch so temperamentvoll, oder ist Ihnen das noch gar nicht aufgefallen? An und für sich nicht, aber in der Situation ist ihm der Andi hinten raufgestiegen, als er dort gekniet ist, und Schiedsrichter hat sich natürlich wieder um andere Dinge gekümmert, ob alle auf der Bank sitzen, und hat die ganze Szene nicht gesehen. Jetzt muss sich der Linienrichter dann einschreiten, und dann hat er kompensiert und beiden eben die rote Karte gegeben. Beiden die rote Karte, die beiden waren ja ohnehin kaum zu beruhigen. Das war also die rote Karte für beide. Jetzt hört er noch immer nicht auf. Ja, das war Kritik auch an Schiedsrichter Stuchlig. Da hat der Iboa noch weiter nachgehaut. Wir sehen es hier. Da kommt zunächst einmal der Schlag von Iboa, dann der Tritt von Ogris und dann die Rauferei. Ich glaube, die rote Karte für beide absolut in Ordnung. Ja, keine Frage. Also auch wenn Sie da jetzt Kritik an Schiedsrichter Stuchlig geäußert haben, ich glaube, das war absolut in Ordnung, dass man beiden die rote Karte gezeigt hat. So, was also bleibt, ein kurzes Resümee, kein großes Spiel, eine Punkteteilung. Letzte